Hi Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Ich weiß, ich habe mich schon lange nicht mehr jetzt gemeldet mit einem richtigen neuen Video. Das letzte Video war ja ein Tanzvideo. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt oder ob ihr dieses Video hier sehen werdet oder ob es euch interessiert, aber ich räume so ein bisschen auf und laber mit euch, weil wie ihr hier seht, es ist jetzt nicht super dreckig, aber es ist jetzt nicht so ordentlich, so wie ich es haben will. Da liegt mal was rum oder so. Aber normalerweise bin ich eigentlich sehr sauber und bei mir ist es auch eigentlich immer sauber. Nur wir sind gerade im Umräumen und ich ziehe ja bald in eine eigene Wohnung und meine Eltern ziehen dann mit meiner Schwester in eine andere Wohnung. Also wir wollen nach Blankenhagen ziehen und wollen hier ausziehen. Und da mein, ich habe ja auch noch einen Bruder und also zwei Brüder und eine Schwester. Und der andere Bruder ist schon ausgezogen, der ist aber jünger als ich. Aber der wollte das, der wollte ausziehen. Und mein anderer Bruder, der nach mir kam, der wohnt halt auch noch hier. Jetzt wohnen wir halt, ne? Und jetzt wohnen wir halt zu viert hier. Und ja, und deswegen haben wir gestern auch schon angefangen auszumisten. Also unser Wandschrank, der war ja auch sehr voll. Wir haben alles da rausgeschmissen, was wegkommt. Weil wenn man ja umzieht, will man ja auch nicht alles mitnehmen. Und das schafft man auch gar nicht. Und man hat auch so viele Dinge, die, ich glaube, ihr habt bestimmt auch Dinge, wo ihr denkt, warum habe ich diese, also warum besitze ich diese Sachen, die habe ich nie benutzt und die lagen so oft im Schrank und man hat sie nie benutzt und irgendwann findet man sie wieder und denkt, ach, das habe ich eh nie benutzt, dann kann man sie auch sowieso wegschmeißen. Es ist immer schwer, sich von Sachen zu trennen, aber wenn man nachdenkt und guckt, ob man diese Sachen wirklich braucht, dann muss man gucken, brauche ich das wirklich? Und wenn man das nicht braucht, dann wegschmeißen, weil was will man mit Sachen, die man nicht braucht, ne? Und zum Beispiel habe ich hier gestern habe ich meine im Wandschrank war die, ich habe die lange nicht mehr gefunden und auch nicht mehr gesehen, aber die kann ich eh nicht mehr tragen. Da war ich, glaube ich, 10, 19. Ich weiß es aber nicht mehr, wie alt ich bin. Die hat mal eine Frau gemacht. Es gibt so eine Frau, die macht das aber, glaube ich, immer noch. Und die macht von Michael Sachen. Das ist die Billie Jean Hose. Und ich habe aber auch noch die Jacke. Ich bin ja auch großer Michael Jackson Fan früher gewesen, also richtig. Heute bin ich immer noch Michael Jackson Fan. Höre ihn aber jetzt seltener als zum Beispiel früher, als er noch gelebt hat. Und das ist die Billie Jean Jacke. Die hat sie auch gemacht. Und die habe ich immer früher getragen und mein Bruder hatte das auch, also mein drittältester Bruder hatte auch das und der hat auch immer sehr viel Michael Jackson getanzt und ich auch und wir hatten auch die Hüte. Das ist jetzt zum Beispiel keine richtige Michael Jackson Jacke, aber die habe ich früher, als ich noch kleiner war, 5, 6 oder so, hatte ich die getragen. Die ist halt von König der Löwen, ist voll klein. Also, da habe ich mal reingepasst, denke ich mir. So klein halt. Ja, und wir haben noch ganz viele andere Sachen gefunden im Wandschrank. Und bald ist der Dachboden dran. Und ja, und das ist immer sehr viel Arbeit. Und alles aussortieren zu müssen und gucken, wo man den Müll dann auch hinbringt und die Sachen, die man dann auch nicht mehr möchte, gucken, wo man das hinbringt, ne? Ist ja auch immer eine Arbeit. Ich muss mal gerade diesen Kragen hier machen. Ja. Ja, was kann ich noch so erzählen? Ja, was macht ihr denn jetzt gerade so? Räumt ihr auch auf oder mistet ihr auch aus? So, ich würde hiermit das YouTube-Video beenden. Es kommt bald ein Part 2, wo ich hier weiter aufräume und erzähle und Geschichten erzähle. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr auch einen Daumen nach oben geben und schreibt unten in die Kommentare, wenn
ihr Videovorschläge habt oder euch was wünscht, was ich machen soll. Ich weiß, habe mich jetzt schon lange nicht mehr hier gemeldet, weil ich auch sowieso keinen Plan hatte, was ich für Videos machen soll. Und vielleicht fange ich jetzt schon gleich mit dem zweiten Video an. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.